Und herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir da oben auf dem Turm mächtig aufs Maul gekriegt, weil es gewittert hat. Den Turm müssen wir noch... Ach, wir haben noch Plötze hier. Warum laufe ich denn weg? Plötze! Plötze? Plötze? Hallo, Plötze. Ach, da hinten. Okay. Komm her. So. Los. Entschuldigung. Ich muss dich mal wieder... Tätscheln, ist okay, danke. Danke, dass du immer bei mir bist. So. Wir wollen oben zum Turm, da sind ein paar Wächter drohen. Und, ja. An denen müssen wir uns vorbei smuggeln. Ich werde jetzt wieder gewittert, wenn ich da oben bin, ne? Dann raste ich aber aus. Immer so ultraschrottiges Wetter, wenn. Ja, okay. Entschuldigung. Ich steige nochmal halt auf. Tätscheln. Dankeschön. So. Immer freundlich zum Pferde sein. So, wenn es nur regnet, ist okay. Ist zwar scheiße zum Klettern, aber... Könnte man überleben. So, ich würde allerdings auch gerne die Drohne ausschalten, aber... Irgendwann später muss reichen. Eben zur Sicherheit. Tschüss. Und wir haben unsere Module erweitert, weil wir ja mit dem Gewitter hier nicht hoch konnten. Da haben wir gesagt, okay, gehen wir halt erstmal woanders hin. Dann haben wir unsere Module geupdatet. Und jetzt können wir mit dem Stasis-Modul sogar für kurze Zeit Feinde anhalten. Finde ich sehr gut. Ist eine gute Investition. So. Die Drohne, die hier war, die bleibt tot, auch wenn man weggeht. Das ist sehr schön. War hier noch was? Na, verschossene Holzpfeile. Das ist natürlich toll. Hier ist nix. Okay. Aber es regnet auch nicht mehr. Das ist auch sehr schön. Da würde ich gerne hin, im Anschluss. Jetzt, wo ich es gerade sehe... Sieht das sehr interessant aus. Könnte wichtig sein. Ach nö. Hier weg. Kann ich nicht gebrauchen. Wird noch getriggert. Schlecht. Nehmen wir den. Alter, krieg erstmal Stein an den Kopf. Mann, wie gemein. So, komm, nehmen wir den mal. So. Oh, es leckt ein bisschen. So. Sehr gut. Und Tschüssen. Knochenbockbogen. Okay. Antike Feder aus dem Ding hier. Und haufenweise Kleinscheiß. Und eine Lanze. Ist aber voll. Gut, speichern wir hier nochmal. Halt, wir speichern hier. So. Jetzt will ich mal gucken, was. Ob Bombenpfeile einen Effekt haben. Nein! Können wir hier irgendwie mal so zwischen?
Ach so, ja gut. War, ist doof gelaufen. Ach ja, genau, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das ist auch ein Witz. Jetzt muss ich wieder hoch. Mann. Ich will doch nur ein Stück weit nach oben, Mensch. So. Wenn wir bis da oben hinkommen, wäre schon mal gut. Ist gut. So. Nun. Ist aber mal so weit abrutscht. Lass das doch mal. Ach, hör da auf. Mensch, ich... Ne, komm, wisst ihr was? Ich lade jetzt einfach von hier aus. Ja, das ist mir zu blöd. Wächter sind antike Abwehrmechanismen, denen die Waffen der Gegenwart nicht fernhaben können. Mit Hilfe von antiken Pfeilen hingegen kann man sie effektiv bekämpfen. Ja, sind nur nicht so billig. Sind auch nicht mal eben so zu finden. Ich bin doch nur... Alter. Ich beschütze dich. Jetzt hör doch mal auf. Ach. Ich hasse es. Die sind richtig mies, die Dinger. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja ein Bombenpfeil die erstmal so ein bisschen K.O. machen, dass ich dann... Ich würde ja gerne auf die draufhauen, aber das geht natürlich auch nicht. Die fliegen ja, Mann. Voll fies. Ja, kletter hoch, ist okay. Naja. Es ist Schmodder. Hä, ist ihm kalt? Ist hier kalt? Was mach ich denn hier? Jetzt zieh dir halt was Warmes an. Jetzt wieder gut. So, ja, wie komme ich denn hier? Ist jetzt insgesamt eher doof. In der Schlonze sollte ich mich ja wahrscheinlich am besten nicht bewegen. Hm. Mal noch so hier oben. Kanon.
Können wir die. Schade. Aber okay. Oh. So. War nur er? Tja. Nichts drin. So, das machen wir. Bombenpfeil. Yay. Jetzt warten wir gerade drauf, dass Zwischensequenz zur Blutmondnacht kommt. Aber wie ist denn das? Jetzt, wo wir hier den Gegner erlegt haben, sehen wir, ob er direkt neben uns. Ist eine Fackel? Ist wahrscheinlich eher schlecht bei Regen. Nun gut. Nicht lang fackeln. Zack. So. Ich warte auf die große Erkenntnis. Aha. Das ist so epic. Könnte ich überspringen, aber nö. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. So, guck mal, jetzt der, den ich eben erlegt habe, ist er direkt wieder da? Das wäre natürlich super toll. Krass. Also Nacht des Blutmondes ist sehr konsequent, was das angeht. So. Rostige Schwert, lassen wir mal hier. Aber nun gut, wie kommen wir da rein? Da muss ja bestimmt erst irgendwas kaputt machen, was hier den ganzen Glibber verursacht. Der Kallerturm. Oder halt das, was davon noch übrig ist. Mhm. Soll ich? Nee, ich kann nicht so quer klettern. Also, kann ich schon. Ich kann quer klettern, aber nicht auf Dauer. Das ist, glaube ich, das Problem. Wo ist hier noch so ein Auge? Aufs Maul. Wer grunzt denn da? So. Da oben ist noch einer.
gehen wir den doch auch mal besuchen. So. Und nun? Wir kommen bis dahin, aber nicht weiter. Runter klingt nach einer sehr guten Idee. Was muss ich tun? Ne, das geht nicht. Okay. Keine Ahnung. Ist hier noch irgendwo ein Auge? Ja, aber eine Kiste. Ja, die Kiste mit. Das ist das Auge. Ach, wahrscheinlich ist das Auge auch wieder zurückgekommen. War es das gleiche oder ein anderes Auge? Ich kann es gerade nicht mit Sicherheit sagen. Dann muss ich da gerade nochmal ein Auge drauf werfen. So, ist hier irgendwo was? Da ist ja nix. Vielleicht da oben hin und dann. So, bin ich jetzt hier. Aber auch nichts, ne? Muss da noch irgendwo was sein? Was mit dem Auge zu tun hat. Hier waren wir schon, okay. Ja, Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Hallo. Am Turm selber sehe ich auch kein Auge. Das ist doch. Wo kommt die ganze Schlonze denn her? So nicht. Dass man das gar nicht wegmachen kann, das ist ja schon fies. Hä? Was war das denn? Bist doch nicht Spider-Man.
Oder soll ich Schmerzen in Kauf nehmen, damit ich da hochkomme? So. Sind wir nur zufrieden? So ein Mist hier, ey. Alles voll geblubbert. Aber hinauf. Und hinauf. Und hinauf. Und Pause. So. Ich halte immer noch nach einem Auge Ausschau. Ich glaube, es ist einfach so ein generelles Problem, was hier herrscht. Muss man so hinnehmen. Mit den lieben Wächterlein lege ich mich jetzt erstmal nicht an. Da haben wir schon zu viele Ressourcen rein verbraten. So. Schraube, hey. Swing. Dann Übertragung beginnt. So. Aha, hier gibt's allgemein nicht viel. Okay. Dann würde ich gerne vielleicht da hinten erst hinfliegen und dann runter. Aber da vorne ist noch ein Schrein und eventuell von dem aus dann zu der Insel da vorne. Könnte ganz knapp klappen. Ansonsten stürzt man so tief und damit in den Tod. Ach doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Könnte auch eine grobe Fehleinschätzung sein, aber ich hoffe erstmal nicht. Oh. Kann aber immer noch. Und mal so rein von der Idee her. Dann ziehen wir uns mal um. Das ist hier nichts, ne? Gut. Ab nach oben. So. Was? So weit sind wir schon? Oh, es ist hier entsprechend heiß. Boah,
Bogen. Ach. So ein Quark. Dann mal auch zum Schrein. Den. Je nachdem, wie schwierig er ist, machen wir heute noch. Na, hör auf. Edelwild. Yay. Ich sag bestimmt wieder ein Krog. Hm, rechts eins Apfel, links eins Apfel. Verdächtig. Natürlich. Ja. Tschüss. Zack. Dahishino-Schrein. Ah ja. Ja, danke. So. Dann gucken wir nochmal, was wir da so haben. Wieder, das ist wieder was mit dem Gamepad. Dreh ich aber durch. Jetzt ist, glaube ich, eine Kraftprobe, ne? Wird deine Kraft geprüft? Ja! Einmal nice fighten. Kraftprobe leicht. So, was nehmen wir denn da Schönes? Wir bleiben beim Ritterschwert, ist in Ordnung. Unser Gegner wird sein. Ach, mit der Axt. So, ich hätte gerne. Quatsch. So. Rechte Axt. Nice. Haben wir für Platz? Natürlich nicht. Und ein Haufen anderer Shit. Was kann... Ich hab immer die falschen Taschen. Axt. Man nennt mich Axtel. Haha. Schon wieder irgendeine Waffe, die wir nicht mitnehmen können. Soll keinen Platz haben. Ja, ein Riesenkern. Sehr gut. Hallo? Swing. Yay! Jetzt haben wir, als wir bei den Crocs waren, haben wir gar nicht versucht, das Schwert rauszuziehen. Aber naja, sobald wir dann, ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir uns auch nochmal ein Herz. Weil mit der Ausdauer kommen wir momentan relativ gut hin. Und dann holen wir uns wieder Ausdauer. Erst Herz, dann Ausdauer. Ja. Aber das alles vielleicht erst beim nächsten Mal. Dann gehen wir nämlich auch das ist die Feenquelle. Da gehen wir gleich hin. Und dann gehen wir auch noch dahin. Aber für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.